Okay, ja, wenn es sonst keine Fragen dazu gibt, dann würde ich Herrn Dr. Wolfgang Schulz das Wort geben. Ich hatte ja über die Rundmail mitgeteilt, dass ich gestern ihn besucht habe in Remlingen und Bodenproben von mir abgegeben habe. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Messergebnisse liegen ohnehin noch nicht vor, weil das erst noch getrocknet werden muss. Aber es geht ja um unseren Besuch im Messlabor. Und da gibt es vorsichtige Überlegungen, Herr Schulz. Ja, danke, Herr Koch. Wir haben da ja schon mal per E-Mail kurz drüber gesprochen und auch als Sie bei mir im Labor waren. Sie waren ja auch bei mir unten. Es ist eng. Also selbst unter Nicht-Corona-Bedingungen ist, denke ich, 10 Leute schon viel. Und unter Corona-Bedingungen sieht es natürlich nochmal anders aus. Und für mich ist die Frage, womit tun wir uns am ehesten denn gefallen, wenn wir. Also ich weiß nicht, wie das Interesse da ist. Sie sind alle herzlich eingeladen, sowohl einzeln auch mal bei mir vorbeizukommen. Das ist vielleicht beim letzten Mal auch nicht deutlich geworden, weil wir auch auf diesen gemeinsamen Termin gehofft hatten. Ich war jetzt sehr froh, Herr Koch, dass Sie einfach mal bei mir vorbeigeschaut sind und Ihre Probe gebracht haben. Das geht grundsätzlich immer, am besten nach kurzer Terminabsprache mit mir. Und da bin ich auch dankbar für. Ich habe jetzt interessante Proben für die nächsten Wochen zum Messen, aber wenn jemand was ihn interessiert, bin ich immer dankbar, wenn derjenige oder diejenige einfach auf mich zukommt. Und ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir nähern uns jetzt politisch wie medizinisch, weiß ich nicht, zumindest mal dem Omikron-Ende. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass es wahrscheinlich verantwortbar ist, wenn wir in der wärmeren Jahreszeit jetzt einfach nochmal versuchen, den Termin festzulegen. Also aus meiner persönlichen Sicht wäre das spätestens ab spätem Frühling wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Wir sollten uns jetzt nur nicht irgendwie den Druck aussetzen, denke ich, das Mitte März zu machen und dann ist es wieder knapp und ein schlechtes Gewissen. Also von mir aus jederzeit und ich denke, also wer da Interesse hat, gerne mal mit einem gemeinsamen Besuch, da kommt man auch nochmal, denke ich, in andere Diskussionen. Und das wäre natürlich schön, wenn wir da möglichst wenig Corona im Weg hätten, das muss ich schon sagen. Wir haben da oben ja noch einen Raum, wo man auch ein bisschen gemütlich sitzen und diskutieren kann. Aber unten bei mir im Keller ist es eng und mit vielen dann richtig diskutieren geht mit Masken und Abstand schwierig. Deswegen einfach nur noch mal mein Angebot. Wenn Sie Interesse haben, machen wir gerne noch mal einen Termin für den Frühling, denke ich. Ja, vielen Dank. Also auf jeden Fall Angebot und Anregung, auch alleine vorbeizuschauen. Aber Herr Schulz ist natürlich nicht durchgehend da. Von daher ist da eine Voranmeldung sinnvoll. Und unseren Gruppenbesuch würde ich dann, weil wir jetzt März, April unsere europäischen Aktionswochen haben und da ohnehin viel zu tun haben, in den Wundermonat Mai legen. Ich denke, da wären wir dann auf der relativ sicheren Seite. Und da kann ich ja dann im Nachgang schon mal gucken, ob man da einfach mal einen Termin vereinbart. Und da haben wir so viel Zeit, um mehrere Termine erstmal zur Auswahl zu stellen und zu gucken, wo möglichst viele können. Beziehungsweise vielleicht auch in zwei Gruppen dann machen, wenn es zu viele Ja, werden. klar. Und dann sieht man ja, wie sich es auf Mai hin entwickelt. Also wir hoffen ja alle, dass wir die Pandemie mal wirklich hinter uns bringen. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Schulz. Ich sehe weiter keine Wortmeldung, Anmerkungen und so weiter. Dann haben wir das für heute, das Thema soweit. Und ich würde Bodo bitten, so den Sack zuzubinden und so eine Art Schlusswort zu sprechen. Ja, ich erlaube mir vorher aber schnell mal an Peter Strasser heranzutreten, mit der Frage, gäbe es von deiner Seite aus, von der evangelischen Erwachsenenbildung, ein wichtiger Fortbildungstermin, der vielleicht auch diese Fragestellungen, die sich heute ergeben haben, und thematischen Punkte eventuell tangieren oder einen Parallelblick erlauben. Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren sollte. Könnte ja sein, dass da etwas auf dem Wege ist in der evangelischen Erwachsenenbildung. Da ist einiges auf dem Weg, aber jetzt nichts zu streuen, Gesundheit und Ah, Streuenschutz. okay.
Ich aber frage Bodo, das, dann habe ich immer noch was, ja? Ah ja, bitte. Wenn du schon nach Terminen fragst und was ansteht und in dem weitesten Zusammenhang würde ich dann doch die Gelegenheit wahrnehmen, darauf hinzuweisen, dass wir von der Europäischen Aktionswochen zusammen mit der Europäischen, mit der Evangelischen Akademie Braunschweig am 13. September eine Veranstaltung machen mit dem Thema Euratom, EU-Taxonomie und der deutsche Atomausstieg um 19 Uhr. Es könnte sein, dass es eine Hybridveranstaltung wird, dass man sich also auch online zuschalten kann. Das steht noch nicht fest. Aber wir wollen da versuchen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln das zu sehen. Zugesagt hat ein Referent von Brot für die Welt und auch von IPPNW, auch von einer österreichischen Anti-AKW-Gruppe. Und wir versuchen auch jemand aus Frankreich irgendwie oder jemand, der uns was erzählen kann, warum die Franzosen so riesige Atombefürworter sind, zu erreichen. Und möglicherweise kommt auch jemand vom Land Niedersachsen, die auch speziell was zur Taxonomie gegenüber Brüssel wohl vorstellig geworden sind. Soweit, also 13.09. 19 Uhr in der Akademie, da haben wir noch viel Zeit, aber man kann sich den Termin ja schon mal merken. Ja, Paul, vielen Dank für diese Information, denn die beschäftigt uns ja auch schon sehr lange, diese Planung. Danke. So, ich versuche mal, den Sack ein bisschen zuzubinden. Wir haben ja zu Eingangs von Dr. Jörg Schmidt wichtige Hinweise zur Gesundung und von uns allen, aber auch in Verbindung mit der Umwelt, Klimabildung und viele Details sehr ausführlich, gut verstehbar hingewiesen. Wir haben im zweiten Teil von Dr. Gillermann wichtige Hinweise bekommen, einmal zu dem Thema Radon, aber auch die Abwägung, die Physiker, Strahlenschützer, Mediziner sicherlich mit einem sogenannten geteilten Blickwinkel angehen und dennoch, das haben wir heute ja gemerkt, sehr wohl parallel Sichtweisen entdeckungsfähig sind, die beide Referenten uns geboten haben. Gefahren wurden, denke ich, klar benannt, was sicherlich vielleicht heute ein wenig zu kurz gekommen sein könnte. Ich sage auch gleich, woran ich das festmache, sind so die das Thema hier in der Asse und mit den Gefahren, die die Bürgerinitiativen immer wieder neu bewusst und klar benennen und entsprechende Forderungen an die Politik aussprechen. Ich hatte heute bei dem Verlauf dieser Veranstaltung gedacht, es melden sich mehr Teilnehmer im Sinne von Fragen, Diskussionen, Einwände. Das ist diesmal nicht der Fall gewesen, wie sonst. Aber das könnte ja auch mit sogenannten thematischen unbewussten Eingrenzungen in Verbindung stehen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich fand es sehr schön, dass wir diese Thematik, die uns schon seit langem bewegt, weiter bewegen konnten, im Gespräch sind. Und ich kann nur die Hoffnung aussprechen, dass auch aus dem Zuhörerkreis heute, wenn da Themenvorschläge kommen, dass die an Paul Koch herangereicht werden und wir gemeinsam schauen können, wie ließen sich bestimmte Themen mit welchen Referenten auch gut aufgreifen. Ich sehe gerade eine Handmeldung von Andreas Riekeberg. Ja, wenn es gewünscht ist, kann ich noch zwei Sätze sagen. Also ja, klar. Mach das bitte. Wir streiten ja gegen diese Atommüllabfallbehandlungsanlage und ein Zwischenlager oben auf der Asse. Ja. So, und das hängt aber jetzt nicht von dem Thema heute ab. Also, sondern was für eine radioaktive Dauerbelastung hat so eine Konditionierungsanlage auf der Asse? Was hat ein Zwischenlager auf der Asse für eine Belastung für die umgebenden Dörfer, die ja 1,5 Kilometer weg wären, wenn es nach den Vorstellungen der BGE geht?
Und wie wenig haben Sie eigentlich von der BG aus eigentlich relevante Alternativen geprüft? So, das tangiert jetzt die Einschätzung von dem, was heute Abend gewesen ist, nicht. Also das ist ja alles richtig von heute Abend, aber das verschärft es nicht und es ermäßigt es nicht, was wir in Bezug auf die ASSO fordern, dass es nicht geschieht. Ja. Deswegen nichts weiter gefragt. Ja, okay. Vielen Dank, Andreas, für diesen Hinweis, denn der ist schon von Bedeutung, gerade weil ja auch in der letzten Zeit sehr häufig etwas zu dieser Thematik in der Zeitung erschienen ist. Eleanor Bischoff, bitte nochmal. Lutz Seifert hat es. Und Lutz Seifert nochmal. Ah ja, danke. Ja, meine Hand verschwindet immer automatisch von selber. Ja, das. Das ist die Klatschhand, die du gehoben hast. Ach, deswegen so verschwindet sie. Ach so. Ja, es gibt verschiedene Hände. Nee, wir hatten uns ja als CAG auch ziemlich intensiv mit diesem ganzen Thema Krebsfälle beschäftigt und die ganze Herangehensweise war ja sehr merkwürdig. Der Herr Röhmann als Landrat hat da damals einen Expertenbericht rausgegeben und man hat sich ja tatsächlich nur die Samtgemeinde Assel, die ja kurz hinter dem Schacht endet, angesehen, die Krebszahlen. Das Krebsregister gibt es ja in Niedersachsen noch gar nicht so lange, erst seit 2002. In der DDR gab es ja schon länger ein Krebsregister, aber in der Bundesrepublik ja nicht. Und damals war das halt so, dass es dreimal so viele Schilddrüsenkrebsfälle bei Frauen und doppelt so viele Leukämiefälle bei Männern gab, von 2002 bis 2009. Und dann wurde aber nur geguckt, ob die Anwohner, die Krebs hatten, in der Samtgemeinde Asse auch in der Schachtanlage gearbeitet haben. Und da war wenigstens von den Überlebenden nur einer. Und dann hieß es hat nichts mit der Arbeit in der Schachtanlage zu tun. Es wurde aber so kommuniziert, als hätte es nichts mit der Schachtanlage zu tun. Und dann ist man dann danach ganz merkwürdig vorgegangen. Man hat dann eine andere Vergleichsregion. Vergleichsregion war ja eben auch schon mal Thema, weil bei den ersten Zahlen war es so, dass man den übrigen Landkreis genommen hat. Und bei den 5 Jahre später hat man dann halt den Bezirk Braunschweig, den es eigentlich nur beim Fußball gibt. Aber da ist die Müllverbrennung, da sind ja ganz, was ist da, Helmstedter Müllverbrennung, da ist das Salzgitterwerk, da ist Eckert und Ziegler, sind ja auch noch ganz andere Gefahren. Der Landkreis Wolfenbüttel liegt insgesamt unter dem Niedersachsen-Durchschnitt bei der Krebszahl und der Bezirk Braunschweig liegt über dem Niedersachsen-Durchschnitt. Mhm. Und dass man bewusst diese Region genommen hat als Vergleichsregion, ist ja schon bezeichnend. Und man hat, obwohl es nicht mehr die Samtgemeinde Asse gab, hat man nur die Samtgemeinde Asse sich angeguckt und nicht mal Fahlberg, was ja 1,5 Kilometer von der Schachtanlage in Windrichtung liegt. Und nur noch einen Satz dazu. Es gab ja auch das Phänomen der ungeborenen Mädchen, was die Wissenschaftler vom Helmholtz-Institut für Wemlingen, Fahlberg, Kneidlingen, Ewissen, wenn man das auf der Landkarte sieht, ist das in Windrichtung, in einer Richtung festgestellt hatten. In dem Bericht hieß es wieder nur Wemlingen, weil nur Wemlingen in der Samtgemeinde Asse lag. Und dann später hat man bei einer Veranstaltung vorgeschlagen, das Geburtenverhältnis vor Beginn der Einlagerung zu überprüfen, um zu sehen, kann es einen Zusammenhang geben, weil das an anderen Atomanlagen ja auch vorkommt, dass es weniger Mädchengeburten gibt. Und da hat man dann nicht halt diese 4 Gemeinden nur untersucht, sondern eine Ausschreibung hat die Landrätin für einen Radius von 30 Kilometer rausgegeben. Und da hat sich dann halt leider keiner drauf beworben. Und unser Vorschlag, ein Gesundheitsmonitoring vom Assefonds finanzieren zu lassen, hat die Landrätin gesagt, das wäre doch kein positiver Vorschlag, man wollte doch für den Assefonds positive Vorschläge. Ich nochmal zum Thema Asse. Ich finde es gut, dass du da nochmal diese Ergänzungen eingebracht hast, aber ich merke, wenn wir einige Stichworte aufgreifen, wird eine Lawine losgetreten, dann könnten wir weiter diskutieren. Lutz noch bitte, aber nicht so ausführlich.
Nein, das habe ich nicht vor. Eleonore hat ja im Endeffekt das eigentlich schon gesagt, was ich eigentlich aussagen wollte. Wichtig wäre mir noch zu ergänzen, dass so ein Gesundheitsmonitoring aber hier auch bevor der Müll aus der Asse rauskommt. Also die jetzigen Zahlen oder auch zurückgucken vor der Einladung, dass man darüber mal eine Basis schafft, auf der man aufbaut, weil die radioaktiven Emissionen werden, davon müssen wir leider ausgehen, Andreas hat es eben auch schon gesagt, wahrscheinlich steigen, wenn wir da oben die Rückholung beginnen und auch die Konditionierungsanlage. Wir müssen Vergleichswerte haben, deswegen brauchen wir jetzt ein gewisses Gesundheitsmonitoring und das hat man meiner Meinung nach klar verschlafen und das fordern wir im Endeffekt ein, jedenfalls ich. Das soll es auch sein. Ja. Gut, dann würde ich noch einen Satz zum Gesundheitsmonitoring sagen, zumal sich das im 13. Video von mir auch Thema ist. Und in der Tat denke ich, wenn man nur die Beschäftigten von Asse 2 im Blick nimmt, die unterliegen ja ohnehin von vornherein besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Im Video frage ich zum Beispiel, wer sich denn um die Landwirte rund um die Asse kümmert. Und da weiß ich von Leuten, die dann schon mal sagen, also unser Mann als Landwirt ist viel zu früh gestorben. Ja, also da, und die sind ja im Freien, die kriegen die Luft entsprechend mit. Also das wirklich auf die zu beschränken, die in der Asse arbeiten, das ist natürlich viel zu wenig. Naja, aber bei den Landwirten, Paul, würde ich dann nach meinen Pestiziden gucken. Also ich weiß auch, meine erste Beerdigung als junger Probedienstfahrer hatte ich bei einem 59-jährigen Landwirt. Blasenkrebs, Magenkrebs, seine Felder waren immer die saubersten. Ah ja. Das hat einen Grund, dass die am saubersten waren. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, wahrscheinlich werden wir uns zusammensetzen müssen zu einem übergeordneten Thema. Bis hin, dass man guckt, wie könnte man Frau, wie heißt sie denn hier, die Landgräfin, wie ihr sie nennt, eine Veranstaltung aus dem zum Monitoring aus dem Assefonds finanziert. Das könnte auch schon wieder ein Widerspruch werden, egal. Ich kann nur sagen, es war gut, dass wir diese Veranstaltung heute haben konnten mit dem Beitrag von Dr. Jörg Schmidt, von Dr. Gellermann und die Einwände und Beiträge, die benannt wurden, uns ein Stück weitergeführt haben, viele Dinge zu verstehen und klarer in den Blick zu nehmen. Und Dank an Wolfgang Schulz, dass uns die Möglichkeit immer gegeben ist, bei Ihnen vorstellig zu werden, um das Messlabor zu besichtigen und entsprechende, dafür dann sinnvolle Termine zu vereinbaren. Allen Beteiligten vielen Dank, den Referenten in besonderer Weise, dass sie sich eingebracht haben. Ich finde das prima, wie ihr mit Geduld und Klarheit uns auf den Weg führt, diese Dinge verstehbarer aufzunehmen. Also ich bin ja nicht nur ein Laie, ich bin ja ein Doppel-Doppel-Doppel-Laie in diesen Fragestellungen und möchte trotzdem verstehen lernen. Vielen Dank für Ihr Einbringen und den anderen herzliche Geduld, die Sie eingebracht haben. Und auf ein nächstes Mal, wir werden schauen, wann wir bei einem Strahlenschutzstammtisch ein geeignetes Thema aufgreifen können. Rückfragen können oder wenn andere Leute Interesse haben, bitte bei Paul Koch einbringen. Herzlichen Dank, eine angenehme Nacht. Wickert hätte gesagt, eine geruhsame Nacht. Gönne ich euch, Ihnen allen, und eine weitere gute Zeit in dieser Woche. Ja, okay. Auf tschüss. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss, Paul, tschüss. Auch dir nochmal vielen Dank. Gerne.